Und weiter geht's. Offensichtlich hält unsere Schallenergie im Schneegebiet so quasi gar nicht. Und ich wollte gerade sagen, meine Begleitung hat eine Pause gemacht. Thank you.
Oh, hier sind wieder solche Grabsteine. Das Geräusch nicht. Oh ja, ich mag dieses Geräusch nicht. Was da hinten? Nein. Die Kamera wurde gerade nur so deutlich dahin gelenkt. Oben sind sehr viele fliegende Teppiche. Bin gar nicht glücklich damit, dass der Schal einfriert. Den brauchen wir so sehr. Ein bisschen Sorgen wegen dieser, keine Ahnung, wegen diesem Metalldrachen. Wärme, baut meinen Schal auf. Ja, zumindest ein bisschen. Das ist doch schon mal ganz schön. Okay, ich muss euch nehmen jetzt. Und sich gleich hier herüber. Und jetzt sind wir wieder eingefroren. Gab es hier noch etwas? Vermutlich schon. Aber oh.
Dann geht das wohl nicht. Vielleicht könnten wir uns jetzt auch nochmal aufladen. Und. Ach du meine Güte. Okay, der Wind wird heftiger. Oh, es ist gut, dass ich hier hingehe. Der Grün im Gesicht und hat dieses Suchauge nicht. Wirklich, dass ich gar nicht mehr gehen kann. Nein.
Wunder. Es sind mir definitiv zu viele von den Dingern. Oh Gott. Das hat mir die Hälfte von meinem Schal abgerissen. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich in die richtige Richtung. Ich meine, vermutlich, wenn ich hier lang. Aber. Oh, es wird wieder dunkler.
Hilft euch das, wenn ihr mal schafft? Wieso habe ich das gemacht? Nein! Vielleicht, weil ich nicht mal wusste, dass es geht.
wie schwach der Turm inzwischen geworden ist. Thank you.
Und damit geht meine erste Journey zu Ende. Es ist gerade ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen, tatsächlich. Ich würde es als eine sehr schöne, metaphorische Darstellung des Lebens bezeichnen. Die Leute, die du am Anfang deiner Reise triffst, sind nicht dieselben, mit denen du sie beendest. Du triffst auf Schwierigkeiten, kannst dich immer schwerer bewegen, alles fällt immer schwerer, wenn du am Anfang noch quasi durch die Luft fliegst und tanzt und laut bist, wirst du zum Ende hin immer leiser und kannst dich kaum mehr von der Stelle bewegen. Und wenn dann alles zu Ende ist, spielt nichts davon mehr wirklich eine Rolle. Ja, doch. Ein sehr schönes Spiel.